Diesen Warping-Test habe ich komplett in ABS, ohne geschlossenen Bauraum und komplett ohne Warping gedruckt. Und wenn ihr jetzt genauso hellhörig geworden seid wie ich und wissen wollt, welches Filament das ist, welche Settings man zum Drucken braucht und wo ihr das herbekommt, dann seid ihr in diesem Video genau richtig. Und damit herzlich willkommen. Ich bin die Maggie von Macorama.de. Als ich das gehört habe, bin ich wirklich hellhörig geworden und habe direkt mal, wie ihr sehen könnt, verschiedene Farben von dem Material bestellt. Das hier ist ein PETG, das legen wir erstmal außen vor, weil das habe ich zum Test gedruckt. Und dann habe ich, als ich das bekommen habe, erstmal Stück für Stück die einzelnen Teile damit gedruckt. Alles, was ihr hier auf der Werkbank sonst so seht, ist in diesem ABS gedruckt. Und das ist das ABS-X von Novofill, wie ihr es euch bestimmt schon gedacht habt. Denn ich habe es im letzten Video schon gesagt, für den K1 habe ich das ein oder andere Zubehör schon in dem Material gedruckt. Und ich habe mir gedacht, als ich gelesen habe, okay, das kann man auch ohne geschlossenen Bauraum warpfrei drucken, habe ich erst einmal meinen MK4 aus dem Ultra Enclosure rausgerissen, habe beim Brucer Mini erstmal am Ultra Enclosure die Tür ausgehangen und zur Seite gestellt und habe dann angefangen, eine Banshee, diese Warp-Tests und diese Warp-Tests hier einfach mal wie wild zu drucken, auch das Teil hier zu drucken. Und wir schauen uns jetzt einfach mal an, wie die Ergebnisse sind und worauf man bei dem Material achten muss. Klar, solche Tests hier sind erstmal, naja, nicht wirklich alltagstauglich. Das ist jetzt hier 100%, deswegen habe ich mir gedacht, okay, druckst du das Ganze nochmal in 200%, das ist dann dieses Teil hier, und die kamen auch wirklich alle wunderbar raus. Ja? Das hier habe ich auf dem MK4 gedruckt, als er komplett vor dem Ultra Enclosure gestanden hat, und alle anderen drucke ich hier. Die sind im Mini gedruckt, und zwar als der Mini im Enclosure drin gestanden hat, aber mit offener Tür. Also von daher war ich von der Performance her schon mal ziemlich gehuckt, weil ich gesehen habe, okay, selbst hier die spitzen Kanten hier vorne, da brauche ich nicht mal Mausohren, da brauche ich auch nicht mal annähernd einen Brim oder irgendwas in Richtung. Und das Ding ist wirklich bombenflach. Ja? Da ist kein Warping, kein gar nichts zu sehen. So mag ich das und so finde ich das gut. Und dann habe ich gedacht, okay, ich druck mal was Nützliches, was ich so im Alltag auch gebrauchen kann, einfach auf dem offenen Bauraum. Und da habe ich mir dann von Gridfinity diese Bowl, das ist eine 1x2 Bowl, habe ich mir einfach mal auf den Drucker geschmissen, auf den MK4, um genau zu sein. Und ich muss sagen, vom Ergebnis her bin ich ziemlich beeindruckt, denn wenn ich überlege, dass ich sowas in einem anderen ABS gar nicht gedruckt bekommen würde, ohne dass mir hier oben die Kante, die Unterkante stehen würde beim Warping oder das Objekt vielleicht sogar komplett von der Druckplatte abreißen würde, dann muss ich sagen, okay, das ist schon ziemlich cool. Bevor wir aber weitermachen, möchte ich mich gerne nochmal bei unserem heutigen Sponsor PCBWay bedanken. Auf PCBWay.com könnt ihr nicht nur kostengünstig Halbleiterplatinen herstellen lassen. Inzwischen gibt es dort auch weitere Services wie zum Beispiel mal CNC-Fräse, Blechbearbeitung, Spritzguss oder aber auch 3D-Druck. Und in Zusammenarbeit mit PCBWay habe ich mir einen Toolhead für meinen nächsten Voron Zero herstellen lassen. Das Ganze aus Nylon im 3D-Druckverfahren und auch noch zweifarbig. Und ich muss sagen, die Teile haben erstens perfekt gepasst und sind super rausgekommen. Ich freue mich, das Teil jetzt demnächst verbauen zu können. Und wenn ihr jetzt auch Blut geleckt habt, könnt ihr mit dem Code MOR-PCBWay, ich blende ihn hier unten nochmal ein, $10 auf eure nächste Bestellung entsprechend Rabatt kassieren. Und in diesem Sinne geht es weiter im Video. Und normalerweise haben andere ABS-Materialien auch noch ein Problem, nämlich, dass sich die Layer voneinander separieren. Das heißt also, dass hier die Layerhaftung versagt, sobald nur ein Luftstoß drankommt. Und das, muss ich sagen, ist hier gar nicht der Fall. Ja, ich habe zwar hier so ein kleines Artefakt irgendwo zwischendrin, aber an sich, die Layerhaftung ist ganz ordentlich. Das Objekt, das kann ich hier drücken, wie ich möchte, das hält ganz gut. Und jetzt mag man vielleicht auf die Idee kommen, zu sagen, ja komm, Maggie, das ist doch PLA oder PETG oder so aus der Richtung. Und ich kann euch sagen, ich habe versucht, das PETG zu kleben mit unserem Playclue. Und ganz ehrlich, das geht auseinander, da bleibt nichts miteinander kleben. Von daher ist es schon mal kein PETG. PLA kann es auch nicht sein, denn ich habe diese Objekte alle mit 255 Grad Düsentemperatur gedruckt. Und wer sich ein bisschen mit Materialien auskennt, der weiß, PLA kristallisiert ihr bei den Temperaturen direkt in der Düse im Hotend. Das heißt also, da ist kein Weg dran vorbei, das ist ABS. Es gibt allerdings einen kleinen Wermutstropfen, denn das Material ist nur bis 86 Grad hitzestabil. Das heißt also, ab 86 Grad fängt es sich an zu verformen. Das ist natürlich jetzt nicht so
robust wie ein normales ABS. Das ist der kleine Haken, den wir mitnehmen müssen. Denn normalerweise sind ABS-Materialien bis 100 Grad hitzestabil. Aber nichtsdestotrotz, wie ihr sehen könnt hier, das ist der ABS-Druck, wo ich zwei aneinander geklebt habe mit dem Playclue. Das hält bombenfest. Das ist quasi kalt miteinander verschweißt. Das kriege ich auch nicht mehr auseinander. Von daher, das ist ABS. Allerdings in der speziellen Mischung, dass das Ganze sich besser drucken lässt. Auch im offenen Bauraum. Aber es ist schon ziemlich beeindruckend, was man damit anstellen kann. Ich habe natürlich jetzt nicht nur hier die Benchy oder so Kleinkram auf dem offenen Bauraum gedruckt, sondern ich habe auch auf dem K1 und auf dem MK4 im geschlossenen Bauraum ein bisschen was gedruckt und ein bisschen die Farben getestet. Zum einen habe ich auf dem MK4 dieses Teil hier gedruckt und das muss ich sagen, ist echt genial rausgekommen. Das ist ein SD-Kartenhalter oder ein SD-Kartencase sozusagen, wo ich meine SD-Karten für unterwegs reinpacken kann. Also wenn ich zum Beispiel zu Form Next unterwegs bin oder so in Richtung. Den Link dazu packe ich euch natürlich genau wie alle anderen Objekte unten in die Videobeschreibung, damit ihr das auch nachdrucken könnt. Dann bin ich schon seit längerem auf der Suche nach einem Laptop-Stand, also so eine Halterung, wo ich meinen Laptop reinpacken kann. Und ich muss sagen, die gefällt mir ganz gut und ich habe mir überlegt, okay, in welcher Farbe druckst du das? Und habe das Kupferfilament genommen, was ich auf dem MK4 hatte und habe es nochmal auf den K1 gepackt. Und wie ihr sehen könnt, das ist nicht gerade ein kleines Objekt. Da hatte ich lediglich hier an den Ecken ein bisschen Mausohr-Support dran. Und das Ding ist wirklich genial rausgekommen, ist komplett flach und sieht auch noch genial aus. Also das macht echt was her auf meinem Schreibtisch. Und da passt auch, habe ich schon getestet, mein Laptop rein. Ist natürlich auch ein schönes Objekt. Packe ich euch natürlich auch den Link unten in die Videobeschreibung. Ist für den 2021er 16 Zoll M1 Max Laptop gedacht. Das heißt also, alles andere wird ein bisschen drin wiegeln. Könnt ihr aber auch mit Schaumstoff natürlich auffüllen, damit es da nicht ganz so arg hin und her flattert. Für den K1 habe ich natürlich auch ein bisschen was an Zubehör gedruckt. Zum einen diese Schublade hier oder aber auch, was ihr im letzten Video schon gesehen habt, hier hinten die Halterung für den Heber und für den Kohlefilter und natürlich andere Kleinigkeiten, die ich schon am K1 montiert habe, wie zum Beispiel den Displayschutz und Co. Oder aber auch hier diese Dichtung hier vorne an der Tür und am Display. Das habe ich alles aus dem ABSX in Astro Black gedruckt. Und rausgekommen sind die Drucke alle einwandfrei, muss ich sagen. Alle auf dem K1 gedruckt, alle ohne Warping, alle wunderbar rausgekommen. Hier vorne an der Schublade habe ich ein bisschen vergessen, Support drin zu packen. Deswegen ist das da vorne nicht ganz so schön. Aber das ist mein Fehler. Da sitzt mal wieder der Fehler vor dem Drucker und nicht hinter dem Drucker oder im Drucker. Und dann habe ich mir nochmal dieses Teil hier gedruckt. Das ist ein, naja, Ausweisschutz sozusagen, den habe ich für meinen Reisepass gedruckt, dass wenn ich den in der Tasche oder im Rucksack mit dabei habe auf Reisen, dass da keine Eselsohren reinkommen und das ist an sich schon ganz cool. Jetzt gibt es nochmal so ein paar Sachen, die mir an der Rolle selbst aufgefallen sind, die ich ziemlich cool finde und da schnappe ich mir hier einfach mal hier hinten die Spule, vorsichtigerweise, das muss ich aufpassen, denn die fällt sonst raus unten. Keine Angst, das ist kein Fehler, sondern ein Feature. Hier unten ist normalerweise, seht ihr, Klebeband drauf aufgeklebt, das kann man aufschneiden und dann kann man die Rolle so einfach rausnehmen. Jetzt fragt ihr euch, okay, warum kann ich nicht einfach hier oben hingehen und den Deckel aufmachen? Ist doch viel einfacher. Nun, ganz einfach, ihr könnt diese Box auch als Einhausung für euer Filament nutzen und dann könnt ihr das Ganze auch noch als Spulenhalter benutzen. Habe ich auch schon mal erwähnt, dass ich mir hier so eine Halterung gedruckt habe. Die kriegt ihr als Download auf der Webseite von Nobofilm. Die habe ich mir jetzt hier auch mit Playclue geklebt, damit die halt wunderbar zusammenhält und nicht jedes Mal, wenn ich rein und raus gehe, auseinanderfällt. Mit gedruckten Kugellagern funktioniert echt wunderbar. Und dann lässt sich die Rolle... War noch nicht genug. So. Dann lässt sich die Rolle wunderbar, wie ihr sehen könnt, frei bewegen. Es rastet ein. Man kann das Ganze hier vorne durchfädeln. Den Deckel drüber machen und schon hat man hier quasi eine staubgeschützte Einhausung. Ist natürlich auch gut, wenn man so ein bisschen Umgebungsbefeuchtigkeit noch ein bisschen draußen halten will. Da fehlt natürlich ein Heizelement, damit man das Ganze ordentlich machen kann, aber es ist, wie gesagt, es ist nur die Verpackung von dem Material. Von daher, das ist schon ziemlich cool. Und dann gibt es noch mal eine Info zu dem Material selbst, was ich auch ziemlich gut finde, denn das Material besteht zum Großteil aus recyceltem Material. Das heißt also, man packt nicht da einfach jedes Mal neues Material rein, also neue ABS-Pellets oder neuen Masterbatch. Masterbatch ist dann halt die Rohpellets mit den entsprechenden Farbstoffen, wie jetzt hier Kupfer, sondern man geht hin und mixt da, wie bei der Recyclingfabrik, nochmal eine gewisse Menge an recyceltem Material dazu, dass man also diesen Masterbatch mit recyceltem Material vermischt und daraus entsteht das Material. Das heißt also, es ist auch nochmal umweltfreundlicher als anderes Material. Das finde ich persönlich ziemlich cool.
Drucken lässt sich auch ziemlich cool, ziemlich einfach. 255 Grad Düsentemperatur habe ich jetzt auf dem K1 und auf dem MK4 gemessen. Auch auf dem Mini funktioniert das ganz gut. Und Druck bei Temperatur irgendwas um die 100 Grad, 105 Grad reichen da vollkommen aus, dass sich das auch wirklich warpfrei im geschlossenen Bauraum drucken lässt, auch größere Objekte. Und damit sind wir am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergeholfen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt und euch gerne solche Videos weiter anschauen wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und in diesem Sinne vielen lieben Dank an meinen Sponsor und auch an meine Patreonen. Hordelsline, Happy Printing und ciao.